Wir haben dann Rang 2. 13 Siege von 1. FC Köln E-Sportler, Stranger. Ja, FIFA 18 deutscher Meister geworden. Das ist sein Team. Mit Leikard und so, die spielen ja wahrscheinlich auch immer Ladder. Er hat noch 5,5 Millionen Münzen. Er hat die Packs schon abgeholt, beziehungsweise, ja, er bekommt, glaube ich, 100.000 oder so. Wir bekommen auf jeden Fall ein 86 plus Hero Pack, ein 25x 82 plus, die Informs und tauschbare 10x 84 plus und ein Doppel 88 plus. Das kann natürlich auch scheppern. Also, ja, sehr geil. Wir gucken mal, bei den Informs ist natürlich meistens nicht so viel drin. Leider. Da haben wir hier Gray, Clinton, Marta und Natcham. Zweite Team of the Week. Schauen wir hier mal rein. Walkout wäre ganz nett. Oder Van de Ven. Den hat er sogar im Team. Aber es ist nur der Bremer, der Jens und Thiele. Cottbus. Grüße gehen raus an alle Cottbus-Fans. War okay, war jetzt aber auch nicht krass. Dann würde ich sagen, machen wir erst das untauschbare 25x82 plus. Und dann gehen wir mal in die tauschbaren 10x84 plus. Von denen verspreche ich mir eine ganze Menge. Also gucken wir erstmal hier. Keine Special Card leider, aber Walker haben wir natürlich. Stürmer, Frankreich, Katoto. Ah ja, ja, ja. Mit Declan Rice. Ist ein bisschen SBC-Futter. Bringt ihm natürlich nichts. Welcher Low-Rated würde ihm vielleicht was bringen? So ein Walker oder so ein Mondi oder so ein... sowas vielleicht? Ziyech, Musiala haben wir. Der ist ganz cool. Der kostet 70.000, untauschbar. Den nehmen wir mal mit. Ja, und Ziyech. Ja, da muss Gala auf jeden Fall noch ein paar Spiele gewinnen, damit der richtig gut wird. Ansonsten hier einige Untauschbare. Ja, war okay, aber die Münzen sind wichtiger. So, 10x84 plus tauschbar. Wir gehen rein. Auf geht's. Viel Glück. Walkout haben wir. LM. Grimaldo. Nicht gut. Geht besser. Geht viel besser. Oh, Rodrigo, Big, 100.000. Ja, Mann. Geil. Gut so, 100.000 schon mal. Und noch eine Special. Cool. Oh, 140 in Richtung 150. Das ist mega gut. Das ist mega gut. Let's go. Okay, nice. Rodrigo rettet. Ich sag's euch, 10x84 plus ist meistens gut. Komm, und weiter. In Richtung 6 Millionen will ich hier kommen. Gib mir nochmal so einen 200k-Kracher hier. Stürmer. Ada Hegerberg. Aber kann ja noch was anderes drin sein. Schauen wir mal. Donnarumma. 2,89er. Donnarumma kostet, glaube ich, auch nochmal so 20. Also zumindest vom Rating her sollten schon mal so 20, 25k sein. Und... ah, Rafinha. 56, gut. Auch ein gutes Pack. Sind auch 100.000 mit dem Pack. 88 plus, untauschbar. Doppel 88 plus kann natürlich alles drin sein. Kilian, auf geht's. Keine Special, das wäre natürlich krank gewesen. Walker haben wir natürlich. Keeper. Alisson wäre nochmal besser, denke ich, als Ederson. Wenn man mal Van Dijk spielt. Es ist Alisson. Oblak und Alisson. Gut, lassen wir unkommentiert, würde ich sagen. Ja, geht besser. Aber wir haben noch den Hero. 86 plus, garantierter Walkout-Hero. Es kann schon mal nicht Noah sein. Der kann es schon mal nicht sein. Das ist schon mal sehr gut. Also, bitte nicht Rositzki. Viel Glück, Tim. Komm! LM, Ginola. Oh, schwedische Ginola. Naja, er hat Raserei. Ich habe schon tatsächlich gehört, dass der ganz gut sein soll, aber kann beide Seiten. Er ist zumindest spielbar, aber natürlich für einen E-Sportler, dem bringt das nichts. Einen Normalverdiener schon, also im Hinblick auf Coins, aber Tim mit 5 Millionen bringt ihm nicht so ganz. Naja, trotzdem, die Rewards waren gut. Tauschbar haben sie eigentlich ganz gut reingeschallert. Da kann er sich jetzt vielleicht bald Pelé oder so kaufen.
Als nächstes Rang 3 Rewards. Wir gehen rein. Wir kriegen wieder den Flex. Mal schauen, was wir diesmal für einen Hero kriegen. Also erstmal natürlich die Team of the Weeks. Wir holen uns wieder Jonathan David und Jens Stay ab. Oder Martinelli. Oh, gut. Mal nicht voll Abstoß. Geil. Kann noch Van de Ven hinter sein. Ist er nicht. Aber Martinelli sind 40, 50k. Den nehmen wir mal mit. Das war das Beste, was wir bisher so gesehen haben aus den Inform Packs. Jetzt vielleicht nochmal so eine Guru reiten oder so eine Pajor. Bisschen Rating. Ja. Fast. Oh, Palma, Mamouche und Dufour. Gut. Das ist alles nicht Abstoß. Das ist alles so 15k eher in die Richtung. Okay, Mamouche halt. Aber ey. Ja, hat Potenzial. Hat Potenzial, dass es reinschallert. 10x 83 plus tauschbar. Auch hier haben wir einen Walkout, eine Dame. Ja, es ist nie Hansen. Ne? Man hofft immer, dass es Hansen und es ist immer Miet. Aber ich hoffe immer bei Hansen. Little und Miet. Was haben wir sonst noch? Mondi. Pedri. Kammerwinger kostet ein bisschen noch was. Ja, geht besser. Arsenal-Pack war wirklich ein Arsenal-Pack. Okay, macht nix. 20x 200 plus untauschbar. So eine Special vielleicht mal. Linker Flügel. Oh, Vinny! Oh, Roschen Saudi League Vinny in 5 Jahren. Ja, okay, Neymar. Mit Alex Pop. Neymar aber auch 70k. Kann man auch gut zocken. Ist gegen mich auch immer echt gut, muss man sagen. Sieht nicht schlecht aus bisher. Rafinha auch strong. Neue Flügelzange. Ja. Also, ich bleibe dabei. Das sind bisher ganz gute Rewards. Vor allem cool. Cooler Mix. So, Doppel 87 plus und dann kommt der Hero. Was haben wir hier? ZM, De Bruyne. Ja. 90er Rating. Mit Son. Sonny! Ödegaard. Alter Junge. Die haben zusammen 300 Millionen Passen ungefähr. 94 und 89. Rating ist auch nicht schlecht. De Bruyne kann man auch, denke ich mal, spielen. Wird halt immer langsamer, der Mann, ne? De Bruyne wird halt auch alt. War okay. So, jetzt. Nochmal einen guten Hero. Für so 200k oder so. So ein, weiß ich nicht. So ein Cole, sowas in der Art. Sowas. So ein mittelgeiler Hero. Was haben wir hier? Das sieht gut aus. ZM. Guti. Ja, guck mal, das ist cool. Das ist geil. Den kann man auch zocken. Neuer Hero sogar. Sehr, sehr gute Reward, sage ich. Insgesamt waren das in der Breite, nicht in der Spitze, aber in der Breite war gefühlt alles irgendwie so ganz gut. Also die Inform-Packs waren ganz nice. Der ist ganz nice. Es war jetzt auch nicht so der krasseste Banger. Neymar hatten wir noch, ein Rafinha hatten wir noch. Aber es war von allem ein bisschen was dabei, was man immer mal wieder benutzen kann. Und dann haben wir das absolute Highlight. Florinho, die Maschine, hat es geschafft, 15 von 15 Spiele zu gewinnen. Und wir dürfen seine Rewards öffnen. Mit natürlich einer garantierten Basis-Icon. Ist das geil oder ist das geil? 10x 85 plus, Doppel 89 plus, 30x 82 plus, tauschbares 10x 85 plus, 3x3 Abstoßinforms und 200.000 Münzen. Boah, ich habe so Flashbacks an FIFA 17, als man immer diese Rewards hatte. Ist das geil. Und hier diesen Spitznamen Invincible auch noch. HSV-Fan. Ja, wir gucken natürlich uns auch kurz sein Team mal an. Und da seht ihr mal, das ist gar nicht so ein krasses Team. Das ist tatsächlich eigentlich ein Team, was man mit einer RTG mittlerweile ganz gut haben könnte. Van de Ven als First Honor, doch, von den Coins her. Wenn ich auch überlege, was ich schon hinbekommen habe, ist das, denke ich, absolut, ja, sogar ohne Echtgeld. Oder vielleicht nur mit wenig oder mit den 4600 Points.
Das ist auf jeden Fall krass. Guck mal, viele wollen doch bestimmt deine Taktik haben, ne? Ich klau die einfach mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, ja, safe, 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 safe. So, warte mal. So, da habt ihr den Taktikcode. Seid ihr mit allen Sachen versorgt. 4-2-3-1. Spielt, glaube ich, oh ne, 4-4-1-1 war es in-game, glaube ich. Genau, 4-4-1-1. Habt ihr die zumindest kurz gehabt. Und ja, dann gehen wir mal rein. Och, Basis-Icon-Pack. Erstmal hier zum Aufwärmen langsam, ne? Also 300k macht er schon mal safe. Diese Sachen hier, außer da ist Wandewen drin, aber da haben wir jetzt schon ein paar von gesehen. Sind wir mal ganz ehrlich, die sind halt relativ Müll. Kann ich noch ein paar Sachen von der Transferliste runtertun? Flo, du hast volle Transferliste. Vielleicht sehen wir zumindest ein Walkout. Das wäre schon mal ganz, ganz geil. Wenn wir da ein bisschen was haben. Butland, Sakala. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass die doppelt sind. Aber die kann ich sowieso auch abstoßen, ne? Letztes Team of the Week Pack. Auch kein... Oh. Ja, auch kein Wandewill, auch kein Walkout. Die sind wirklich sehr schlecht leider immer, ne? Thiele haben wir noch und Boya Sanchez. Okay, aber ganz ehrlich, wegen dem Team of the Week sind wir auch nicht hier. Wegen denen sind wir auch nicht hier, sondern wegen dem 10x84 plus Tauschwert. Wir machen erstmal das Untauschbare. 30x82 plus. Eine Special wäre geil. Haben wir nicht. Aber Torwart, Endler. Das gönnt bisher erstmal noch nichts, aber kann ja noch was dahinter sein. Gabriel. Ja. Kimmich, Robertson. Naja. Girassi. Zwar gar nicht mal so gut, würde ich behaupten. 10x84 plus, come on. Gib ihm Coins. Gib ihm Coins, EA. Gib ihm Coins. Walkout haben wir. ZOM. Bruno. Naja. Dahinter. Irgendwas Vernünftiges dahinter. Komm. Ist safe doppelt, oder? Muss eigentlich doppelt sein. Krisch. Naja. Habe ich auch noch nicht gezogen dieses Jahr. Im HSV-Trikot. Und... Sané hat er in seinem Team, glaube ich, sogar gehabt. Das kostet aber, glaube ich, auch nichts mehr. 6k. Naja, das war gar nicht mal so gut. Oh, jetzt das aber, das. Also, hier Minimum 60k-Karte. Real Talk. 10x85 plus. Also, das muss so krass sein. Bitte, komm. Das muss scheppern. Es geht gar nicht anders. Das ist schon mal nicht so gut. Meat. Magnon. Okay, aber irgendwie so ein Araujo, so ein Koundé, so ein Rodrigo, so ein Williams, was weiß ich, irgendwie sowas. Neymar! Gut! Ah, ja, ja, doch, 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 ist über 70k. Der saved es. Neymar saved. Neymar saved. Der Rest war schon bad, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Neymar... Es ist immer noch zu wenig. Für 15-0 immer noch zu wenig. Ich meine, gerade, wir haben die Rewards von Timja gehabt. 13 Siege. Er hatte Tauschbare auf jeden Fall gefühlt bessere Sachen. Okay, Doppel 89 plus. Na komm. Virgil van Dijk, Road to the Knockout. Was haben wir? Was haben wir? ZDM, Rodri mit... Hegerberg. Bra. Also, er ist nicht schlecht, der Mann. Aber es ist jetzt auch nicht das, was man so, worauf man so Bock hat. Macht nichts. Basis-Icon-Pack, Freunde. Deswegen sind wir alle hier. Bisher war es nicht so geil. Eine geile Icon. So ein Blanc, so ein Desailly, so ein Matthäus, so ein, keine Ahnung, selbst ein Fandasau oder ein Tschech oder so. Irgendwas richtig, richtig, richtig Geiles. Nicht Wright oder Schucker oder Larsson oder Rush. Gönn. Basis-Icon-Pack. Das könnte krachen. Stürmer. Hugo Sanchez. Oder? Hugo. Was sagen wir zu Hugo? Eher Small L. Ah, wobei. Ja, ich meine. Ich habe keine Ahnung, was der kostet. Wir gucken mal.
500k ist auch nicht wenig. Ist auch nicht so schlecht. Geht auch schlechter. Er hat 3 Sterne Skills, aber dafür 4 Weakfoot. Das ist wichtiger für einen Stürmer. Er hat bestimmt einen krassen Sprintboost, aber er hat leider nicht Raserei oder Rakete. Akrobat Gold bringt natürlich nicht so viel. Playsets sind dann nicht so geil. Wir schauen noch mal rein, wen er gerade im Sturm hatte. Ist, denke ich, trotzdem cool. Aber ich bin ganz ehrlich, für 15-0... Rodrigo wird halt wahrscheinlich sogar besser sein. Für 15-0 war es mir ganz persönlich ein bisschen zu wenig, weil 15-0 ist schon echt krass. Aber du kannst ihn ja mal testen. Danke auch auf jeden Fall für die Rewards. Und falls euch das Video gefallen hat auf YouTube, falls sich mehr davon auch die nächsten Wochen öffnen soll, dann mache ich mich auf die Suche, denn ich bin nicht so gut, um 15-0 zu holen, deswegen muss ich von anderen öffnen. Und dann sehen wir uns dann wieder zu einem weiteren Video. Bis dann, tschüss!